Herzlich willkommen in Finchis Welt zum nächsten Part der FIFA 16 Trainerkarriere. Aktuell ist das England. Uiuiui, wen haben wir da? Was haben wir da? England, wie gesagt, interessiert mich nie. Ich gucke mal rein und denke mir dann, es interessiert sich eigentlich nicht. Wir spielen heute ein sehr wichtiges Spiel, nämlich ein Champions League Spiel gegen Atletico Madrid. Wenn wir das heute gewinnen, dann sind wir durch, auf jeden Fall in unserer Gruppe. Und ja, wir gucken mal. Ich glaube, ich spiele heute echt mal in diesen Trikots. Die finde ich sehr cool. Was machen wir denn bei denen da? Ja, das wäre natürlich genial. Wir lassen das Heimtrikot. Haben sie halt das Heimtrikot. Wen interessieren die Trikots? Teammanagement. Ribéry ist in ganz schlechter Form, genauso wie Coman. Was ist denn da los? Das gefällt mir nicht. Okay, Lewandowski ist in Topform, Müller ist in Topform, Robben ist in sehr guter Form, Lahm ist in Topform, Alaba ist in Topform, was ist denn hier los? Ey? Götze ist nicht in Form, den holen wir raus, dafür nehmen wir Thiago rein, der ist auch fitter als er. Bernat nehmen wir, den nehmen wir einfach nur mal mit. Boateng hat keine gute Form, trotzdem brauchen wir den. Und so machen wir das. Die Form muss er wieder kriegen, der war ja gesperrt. Wegen meinem blöden Fehler. egal. So. Was machen wir denn da? Lass mal so. Wieso haben die alle so eine schlechte Form? Was ist denn da los? Götze, Costa, Coman. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit verloren habe, die letzten Spiele immer, ne? Das muss sich ändern. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir mal mit dieser Aufstellung. Das sieht doch sehr gut aus. Im Grunde meine Stammelf. Spielen. Ne? Weltklasse haben wir 6 Minuten. Bewirkt ist es in Madrid. Mach nichts. Spielen. Und damit herzlich willkommen, ob das Stadion stimmt, Estadio Vicente Calderón. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich das Stadion von Atletico Madrid ist, denn die ganzen Stadion-Lizenzen, die stimmen ja alle vorne und hinten nicht. Denn letztens habe ich beim Alf Puschen gesehen, dass er... Dafür können wir kurz die Tabelle gucken. Genau, wenn wir heute gewinnen, sogar wenn wir unentschieden spielen, sind wir durch. Ja, müsste eigentlich so sein. Okay. Oder sogar, wenn wir verlieren, glaube ich sogar, ne? Ja, es kommt auf anderen, wie wir Dinge spielen. Ja, also auch nicht unentschieden. Die spielen ja auch, die anderen. Egal. Ich habe es beim Alf Puschen gesehen, dass er gegen Barcelona gespielt hat im, ich glaube, Waldstadion. Whatever. Okay, Atletico Madrid. Wen haben wir denn da alles? Griezmann, natürlich. Ja. Koke, Griezmann, Pastore, Godin, alles Spieler, die man auch kennt, Juanfran. Ah, eine starke Mannschaft, eine mit der besten Abwehr, die es so in Europa gibt, wie ich finde. Aber da werden wir trotzdem heute versuchen, ja, durchzukommen. Anpfiff oder Anstoß vielmehr, hat Atletico und auf geht's. Mal gucken, ob ich hier heute was gebacken bekomme. Eigentlich wollte ich nämlich heute nur Videos aufnehmen, wo ich nur labern muss, beziehungsweise wo ich halt nicht spielen muss, also kein Let's Play, weil ich heute im Garten gearbeitet habe und meine Hand ist ein bisschen kaputt jetzt, beziehungsweise ich habe halt eine Blase an der Hand, ja, Scheiße. Ist nicht so dramatisch, aber halt eigentlich wollte ich halt nicht spielen heute, vor allem nicht FIFA, weil hier muss man halt doch immer ziemlich... Uiui. Ah, puh, da haben wir es wieder, die beste ab, ne? Nein! Yes! Oh no, der Torwart schnell wieder. Uiuiui, was ist denn hier los? Thiago! Mach das doch da mal. Sauber! Steh auf, schneller, Mann! Ja, gut, Philipp ist nicht mehr der Jüngste. Kommt nicht mehr so schnell hoch. Neuer. Okay. Nach da oben, das Platz. Lewandowski! Ah, war zu weit weg für einen gescheiten Kopfball. Gut, Boateng ist halt schnell, ne? Können wir da auch mal irgendwie an den Ball kommen, bitte? Wow. Abseits.
Okay. What? Alter. Nimm den Ball. Nein. Jetzt aber. Yes. Lewandowski machte einen Po-Stupser mit Müller. Sehr schön. Was für ein Gewusel. Guckt euch das mal an. Da, Robin holt den Ball wieder. Sehr fair. Lewandowski zum ersten und zum zweiten. Okay, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Es läuft gut. So kann es weitergehen. Ich muss ja hier meine Siegsträhne mal wieder in die Haare färben. Okay, jetzt nur nicht direkt hier das Gegentor kassieren. Was? Vidal, wie der schon wieder geht. Mache ich alle kalt. Das nächste Spiel gegen Hertha BSC in der Allianz Arena. Das ist sehr schön. Aber da sind wir gerade noch nicht. Wir sind noch in Madrid. Boah, Robin! Bam! Wie einfach war das denn bitte gespielt? Und wieder Lewandowski. Aber auch sehr selbstlos von Robben, das Ding noch abzugeben. Hätte auch schön selbst machen können. Aber was für ein Traumspielzug auch da wieder. Unglaublich. Und unten wäre Ribéry auch noch gewesen, also. Meine Fresse. Ja, die beste Abwehr Europas. Was macht ihr denn da? Ich möchte mal an das Hinspiel erinnern. Als ich plötzlich 1-0 zurücklag, dann war das Ganze noch ein bisschen anders. What? Das ist der, wie krass war das denn? Was ist denn hier los? Ist ja nicht zu fassen. Okay, jetzt nur aufpassen. Ah, Neuer mit dem Fehler. Neuer hätte ihn da weghauen müssen, konnte ihn aber nicht ganz annehmen. Hat den nicht ganz unter Kontrolle bekommen, die Pille. Ach, kacke. Der Anschlusstreffer. Ein Genick. Naja, was soll's. Weiter geht's. Schade. Oh Gott, ey. Was für zwei Kämpfe da. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht in den nächsten Konter direkt rennen hier. Beziehungsweise, das ist schon bald passiert. Okay, gut. Alaba, wie gesagt, in Topform momentan. Lewandowski. Das gibt's doch nicht, ey. Krumpenfinger. Sehr schön. Boah, was ist denn hier los? Wie können wir uns denn hier durchkombinieren, bitteschön? Na, schade. Aber Ribéry, passt auf. Müller. Schade. Ach, wieder ein Fuß dazwischen. Aber gutes Spiel, ey. Ich glaube, ich habe meine Form ein bisschen wiedergefunden. Oder auch nicht. Boateng muss bis an die... Oh, oh, oh.
Alter, Neuer rettet. Unglaublich. Was für ein Spiel, ey. Heute habe ich bei Sky gelesen, ein Gerücht, dass Dortmund angeblich... nein! Alter! Oh Gott, weg mit der Pille, ey. Dass Dortmund angeblich Mario Götze zurückholen würde. Möchte, was auch immer. Eieiei. Was ich sehr interessant finde. Ich meine, im Grunde, er ist ein super Spieler. Ich bin ja immer ein großer Fan von Götze gewesen. Bin es eigentlich auch immer noch. Und vor seiner Verletzung hat er auch wirklich sehr viele gute Spiele gemacht. Ich erinnere mich immer gerne an diesen Traumpass um die Abwehr rum irgendwie so. Aber der arme Kerl sitzt halt einfach immer nur auf der Bank. Und das ist halt echt schade. Ah, Atletico wechselt schon zur Pause, machen wir nicht. Deswegen, ich könnte es schon, also ich könnte schon verstehen, wenn er zu Dortmund zurückgeht. Vor allen Dingen, weil Dortmund ja anscheinend ein bisschen ausdünnen wird. Lewandowski, Müller, sag ich schon. Weil Dortmund ja anscheinend, ich denke mal, Gündogan wird gehen. Aubameyang wird wahrscheinlich gehen. Vermutlich auch, Mkhitaryan. Man weiß es nicht so genau. Da gibt es ja sehr viele Gerüchte auch immer wieder. Und warum nicht Götze zurückholen? Dann würde zu Dortmund sehr gut passen. Er wäre wieder mit Reus zusammen in einem Team. Alter, Neuer schon wieder, ey. Meine Güte. Ein krass enges Spiel ist das hier. Ich hoffe jetzt mal, dass das Gegenspiel Gala gegen AS Monaco, dass Monaco da irgendwie gewinnt. Das wäre natürlich fantastisch. Denn dann wären wir auf jeden Fall durch, egal wie das Spiel hier ausgeht. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich hier die 3 Punkte holen. Aha! Boah. Hätte ich mal selbst abgeschlossen mit Alaba. Alter, was zum Teufel ist denn hier los? Boah, Ecke. Nein, wie gesagt, Götze, wie gesagt, ich würde ihn gerne bei den Bayern sehen. Ich würde ihn gerne auch bei den Bayern spielen sehen. Wenn natürlich jetzt Pep den Thiago mitnehmen sollte nach Man City, dann wäre Götze natürlich wieder ein bisschen... Das wäre genau seine Position, also nicht genau seine Position, aber das könnte er natürlich perfekt spielen, sowas. Lululululu. Oh Gott. Jetzt hier mal raus mit dem Teil da. Lewandowski ist schon leicht erschöpft. Was hat der denn hin, ey? Wir wechseln. Was haben wir denn da? Wen können wir denn hier mal... Ja, Ribéry geht raus, dafür kommt Coman. Costa kommt selbstverständlich für Robben. Und... Müller geht raus, dafür kommt Kimmich mal da vorne. Vielleicht bringt das ja was. Das testen wir mal. Denn Kimmich, wie gesagt, den möchte ich eigentlich, dass er sich gut entwickelt, obwohl er es, glaube ich, bei FIFA nicht so macht. Denn beim Aufpushen ist der nicht so gut geworden, wie er es halt in echt irgendwie geworden ist. Costa, der ist noch fit. Ui, wenn er drüber gewesen wäre, wäre Kimmich direkt zur Stelle gewesen. Wäre schön, ich würde Kimmich auch mal ein Tor gönnen. Alter.
Das Spiel fing so gut an und jetzt holen sie doch echt noch auf hier. Haha. Schade, das wäre sehr schön gewesen. Komm, Costa, mach du mal ein Ding jetzt hier. Bam! Was für ein Schuss, Alter. Krass. Und der war noch dran. Ist ja unglaublich, ey. Ich finde Costa, der sieht so furchtbar aus bei FIFA. Der sieht aus wie ein Affe. Ich finde, dass ich das so sagen muss, aber... Komm, hau dann jetzt irgendwie da rein, das Ding. Guck mal, die kriegen es nicht auf die Reihe da. Nur, oh Gott, Alaba springt den Ball da voll schlecht. Okay, das war abseits. Verdammt. Ja, ja, komm, Typ mit komischem Bart. Hast du super gesehen, das Abseits. In der Mitte ist Lewandowski aber natürlich wieder voll auf den Tor. Das kriegt der Costa nie auf die Reihe. Ne? Egal von wo die Flanke kommt, ob die vom Mittelfeld kommt, von der Mittellinie kommt, ob die keine Ahnung woher kommt. Immer schießt er die Flanke auf den Torwart. Hoppala, da bin ich an mein Mikrofon geballert. Was geht? What? Bitte gerade. Was ging denn nochmal? Was war denn da? Ah, okay. War aber nicht im 16er, glaube ich, ne? War noch davor. Ah, verdammt. Das ist eine Position, von der kann ich nicht schießen. Na egal. Wir versuchen es mal mit Alaba. Und machen das mal. Boah, knapp drüber. War gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich das nicht kann. Er hat sich leider nicht richtig abgesenkt oder zu spät abgesenkt. Naja, macht nichts. Auf jeden Fall sind wir jetzt gegen 10. Nicht mehr gegen 11, das ist schon mal ein Vorteil. Vor allen Dingen war es Juanfran Abwehr. Ist gar nicht so schlecht. Abseits. Okay. Die wechseln dann nochmal. Thiago. Alaba. Coman. Nee, nicht. Boah. Okay, Costa, laufen wir mal mit ihm. Nee, nicht da. Ich laufe. Oh Gott. Schade, den kann man noch mal machen, Kimmich. Neue Ecke. Und jetzt. Nix. Noch eine Ecke. Noch eine Ecke. Und da ist das Spiel. Nee, nicht zu Ende. Okay. Lewandowski ist am Ende seiner Kräfte. Guck dich das mal an, der Armkerl. Und das war's aber jetzt. Jawohl, 2-1. Das heißt, wir stehen im Achtelfinale der Champions League. Das ist grandios. Wir haben natürlich noch ein Gruppenspiel gegen den AS Monaco. Gegen AS Monaco.
Aber das können wir quasi schön spielen, wie wir wollen. Da werde ich mal ein bisschen rotieren dann. Wunderbar, so muss das doch sein. Gala hat gewonnen gegen Monaco. Das heißt, Monaco ist sowieso komplett raus. Wir gucken uns jetzt aber gleich nochmal schnell die Tabelle an. Denn ich möchte das wissen, wie das da aussieht. Tabellen. Deutscher Pokal sind wir leider raus. Asian Elite Cup, den haben wir leider am Ende auch verloren. Da, Champions Cup, Gruppe A. Sind wir nicht. Wo sind wir denn hier? Bayern, da sind wir. Wir sind Gruppenerster mit 11 Punkten, 10. Gala hat 7. Das heißt, Gala kann uns nicht mehr einholen. Atletico könnte uns noch überholen. Aber egal, wir sind definitiv weiter. Das finde ich sehr schön. Grandios. In der Liga führen wir auch mit 3 Punkten Vorsprung. So muss das doch sein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss gegen Berlin.